Hey Leute, TrueMake hier. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein Ichti in Aktien könnt. Viel Spaß! So, wie immer zuerst die Stats. Zum Knockouten, da zählt es auf den Kopf mal 3, also immer auf den Kopf schießen. Wichtig zu beachten hier, der Ichti, der stirbt relativ schnell, wenn ihr ihn betäuben wollt. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die gefährlichsten Sachen rausgenommen. Ein Bogen ist auch noch relativ gefährlich, aber es funktioniert. Ich glaube, da habt ihr so eine 60-70%ige Chance, dass er stirbt. Also, ja, aber ist wohl das Einfachste dann fürs Early Game. Ansonsten Trank Darts auf jeden Fall benutzen. Food ist natürlich Kibble am besten, ansonsten Prime Fish Meat und so weiter. Halt alles absteigend weiter. Kann von keinem Dino getragen werden. Spawnt auf allen Maps außer Scorched Earth und Aberration. Difficulty habe ich ihm 2 von 5 Punkten gegeben, weil er braucht nicht viel, ist aber nervig ein bisschen, auch gerade wegen dem Betäuben. Die Stats sind natürlich wie immer based auf einem Level 150er Ichti. Aber fangen wir an. So, Strategie Nummer 1, wir wissen ja, dass auf den Kopf mal 3 zählt, ist, ihr müsst euch ein bisschen, ich sag mal, baiten lassen. Und dann, wenn er zu euch kommt oder in einem guten Schussfeld seid, wenn ihr auch vielleicht eine etwas bessere Waffe habt und er nicht so hoch ist, einfach versuchen, auf den Kopf zu treffen, dann würde er im besten Fall je nach Level direkt runterfallen. Jetzt fliegt er natürlich auch weg. So, jetzt haben wir ihn getroffen. War jetzt nicht auf dem Kopf. Da hat er jetzt nicht so viel Schaden bekommen. Ist jetzt sogar ein Level 150er gewesen, habe ich gar nicht gemerkt. Wir haben aber auch ein relativ starkes Gewehr. Aber ja, das ist Möglichkeit Nummer 1, indem ihr den einfach halt so fightet. So, und die nächste Möglichkeit. Ich hoffe, die sterben jetzt hier nicht. Ich habe mir jetzt extra mal ein schwächeres Gewehr geholt. Ihr holt die mit einer Bola oder mit einer Netgun vom Himmel. Oder halt haltet die damit auf dem Boden. So, welcher ist denn etwas höher? Ja, der ist 25. Und der ist Level 20. Nehmen wir jetzt einfach mal den. Und gebt dem dann einfach einen Headshot damit. Oder auch ein Bodyshot. So. Und dann sollte es auch schon reichen. Ihr seht, ist jetzt schon unconscious. Ihr müsst halt wirklich aufpassen, dass er nicht stirbt, weil das super, super schnell passiert. Ist jetzt nur ein Level 20er. Gut, einen hohen könnt ihr dann natürlich auch mit einer stärkeren Waffe angreifen. Aber ja, diese beiden Möglichkeiten habt ihr. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch geholfen, denn ich die einen kleinen Plagegeist schon fast, würde ich ihn nennen, zu zähmen. Und für euch zu nutzen. Und wenn ja, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.